Meine Lieben, ich habe mir überlegt, es gibt auch einen Blog, den kann man noch einfacher machen, indem man einfach was dazwischen setzt. Das zeige ich euch dann. Ich versuche ja immer alles Schwere einfach zu machen. Es ist eigentlich der Downtown-Blog, aber dadurch, dass ich was dazwischen gesetzt habe, ist es wieder ein anderer Blog geworden. Und ich habe es so gemacht, dass wir nichts mit der Hand nähen brauchen und es auch noch einfach zusammenzunähen ist. Jetzt kann man sich streiten, was ist denn jetzt dunkler? Besser wäre es, wenn es noch ein bisschen unterschiedlich wäre. Wir brauchen praktisch 4 Streifen und ein halbes Sechseck-Lineal. Sonst müssen wir es selber schneiden mit einem anderen Lineal. Es geht natürlich auch. Es gibt alles Mögliche. Man kann es auch so anlegen. Dann muss man aber wissen, wie groß das Sechseck sein muss. Ihr könnt ja von mir eins bestellen. Das ist das Übliche, was ich extra für 2,5 mache. Hier ist ein Lineal, das ist 2,5 Inch hoch. Da kann man diese Streifen kaufen. Das ist einfach. Aber man kann sie genauso gut selber schneiden oder aus Resten. Ich fange jetzt hier mit dem grünen Streifen an, um euch zu zeigen. Das ist verlustfrei, bis auf dieses kleine Eckchen hier. Das ist sogar jetzt noch ein bisschen größer, sehe ich gerade. Da könnt ihr dann Streifen nachschneiden, nach eurem, was ihr habt. Ich müsste praktisch jetzt einen Streifen ein Stück abschneiden. Hier sind auch die Ecken dran, die man abschneiden kann an dem Lineal. Wir brauchen von jeder Farbe 2 Stück. Ich habe jetzt nur Verlust, weil das Lineal noch kleiner ist als 2,5 Inch. Das ist nämlich für die Vierecke gedacht. Jetzt habe ich davon 2. Das Billigste ist, wenn man noch ein Brettchen hat, ein kleines. Da kann man das auch nehmen. Doppelt schneiden ist bei Streifen oft schwierig. Das kann verrutschen. Jetzt kann ich das praktisch so drehen, wie ich will. Wenn ich so ein kleines Brettchen habe. Das ist natürlich nur ein Zusatzbrettchen. Das große braucht man ja, um große Streifen abzuschneiden. Dann noch eins. Jetzt braucht man es nicht mehr so drehen. Das ist also für meinen Block. Und das helle. Ich würde an eurer Stelle noch andere Farben nehmen, die noch sich mehr abgrenzen. Hierfür hell, mittel, dunkel und dann hierfür die Mitte weiß, also ziemlich hell beige oder ganz dunkel, schwarz, dunkelblau, dunkelrot, was man so gerade hat. Das hier ist kein rutschfestes Lineal, da habe ich mir was drunter geklebt, was es in allen Bildgeschäften gibt von der Rolle. Das ist einfach mit Plastik. Das klebt von alleine dann fest, dann rutscht es nicht so. Denn immer wenn es rutscht, wird man schief, dann muss man nochmal schneiden. Ich kann das hier so zeigen. Das ist das, was man wie auch aufs Fenster klebt zu Weihnachten, die bunten Sachen. Das klebt von alleine. Für die mittlere Farbe brauchen wir auch 2 Stück. Und zwar wird das deswegen so gemacht, geteilt in der Mitte. Dann haben wir gar keine Arbeit und Ärger beim Zusammennähen. Keine Y-Nähte und nichts. Das wäre jetzt meine Mitte. Die Mitte muss immer so hingelegt werden, wegen dem Nähen, dass die Spitzen nach oben zeigen. Das ist also meine Mitte. Ich stehe jetzt hier vor und das zeigt nach oben. Jetzt ist es wichtig, dass die Anordnung der Farben eingehalten wird. Ihr könnt es euch aufschreiben, ihr könnt es auch mit dem Handy abknipsen. Also die Muster, die ich euch zeige, könnt ihr immer abknipsen mit dem Handy. Dann habt ihr die Formation. Jetzt kommt unten nebeneinander das hellste, was wir haben. Das ist das Gelbe. Dann
kommt das mittlere hin. Ich denke bald, das ist bald dunkler. Dann nehme ich dann das Beige hier hin. Also das ist die mittlere Farbe für mich. Die kommt hier an die Seite. Ich kann das noch mit dem Fotoapparat knipsen, dann wird es was deutlicher. Und das andere kommt hier an den Rest, den wir noch haben. Ich werde euch die Formation knipsen. Das Wichtigste ist, dass das Hellste von der Umrandung hier unten ist. Sonst klappt es nicht. Und dann muss das, wenn ihr das jetzt verwechselt, das wäre nicht so schlimm, es muss natürlich immer gleich bleiben, dann kommt das Licht von links oder von rechts. Das ist nur der Unterschied daran. Ihr wisst, dass ich euch das mit den anderen Sachen gezeigt habe, das Dunkle. Das könnt ihr genauso gut dafür nehmen. Das ist so, wenn ihr das auf die Art macht, geht es schneller. Ihr habt aber hier einen kleinen Verlust. Ihr habt dann praktisch immer das übrig. So ein Dreieck. Deshalb habe ich euch das jetzt erfunden. Das ist verlustfrei für dieses Muster, also verlustfrei von Stoff. Wenn ihr das jetzt hättet und wolltet es einfach machen und habt auch genug Stoff, dann ist das genau das Gleiche. Hier unten kommt das Helle hin. Das wäre dann eine Dunkelmitte. Dann hier käme das Orange hin, also das mittlere. Und dann hier das Dunklere. Das ist die ganze Konstruktion des Blockes. Da könnt ihr das vorherige Video gucken, wenn ihr das noch einfacher haben wollt. Was heißt noch einfacher? Es ist vielleicht das Gleiche, ihr habt nur braucht ein bisschen mehr Stoff. Ich werde den Link drunter schreiben. Immer darauf klicken, mehr anzeigen, dann seht ihr schon, was da drunter steht. Jetzt machen wir weiter mit dem, weil das so ein schönes Muster gibt. Und für Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht so viel Stoff, da ist es natürlich gut, wenn ihr ein kleines Lineal hättet, was auch schon teuer ist. Das betrachten wir jetzt als Hälften, sonst können wir es nicht gut zusammennähen. Sonst wird es schwierig für Anfänger und auch für alle ist es nervig. Das hier ist ganz einfach. Wir haben also eine linke und eine rechte Seite. Jede Seite hat vier halbe Sechsecke. Wir gehen jetzt von der Mitte aus. Das ist unsere Mitte. Wir nehmen das mal weg. Wir nähen jetzt hier dran eine Mitte. Ich habe neue Nadeln geschenkt gekriegt. Die sind ganz bunt. Sieht schön aus, aber ihr wisst, mit den Platten oder den ganz kleinen, da könnt ihr leichter drüber nähen. Hier, dass wenn ihr das so reinmacht, dann könnte sich das beim Nähen verziehen. Dann ist es gut, man steckt es so rein, dass man das Kügelchen außerhalb hat, also hier. Die andere Seite wäre hier zu nähen. Die kann man ruhig jetzt dran stecken, auch wenn das jetzt seltsam wirkt für euch. Ihr könnt es dann einfach unter der Maschine so hinlegen. Die sind nicht aneinander und werden auch nicht aneinander genäht, das bleibt ja frei. Ich mache es aber einfacher für euch. Ich zeige es euch nochmal. Am besten nadelt ihr es nur an zur Maschine, damit ihr nicht durcheinander kommt, weil es ja alles die gleichen Ecken fast sind. Ihr könnt alles verdrehen. Also, wir fangen an, nähen an die Mitte die beiden äußeren Seiten. Ich nehme jetzt einfach mal eine erst und nähe die hier dran. Damit ich es nicht vergesse, stecke ich mir in die Richtung bis zur Maschine, wie einen Pfeil. Hier nähe ich jetzt. Ich habe jetzt von vorn bis hinten genäht. Das seht ihr jetzt nicht gut, wegen der Farbe. Ich lege es jetzt wieder zurück, besonders als Anfänger. Sehe, aha, jetzt weiß ich ja die äußeren zuerst. Dann nehme ich jetzt das Gelbe, stecke mir da wieder ein Nädelchen rein. Nur als Erinnerung, dann weiß ich, ich muss hier nähen. Ihr werdet schon sehen, dass ihr das öfter mal verdreht alles. Ich habe mit 2,1 Stichlänge genäht, also nicht ganz groß. Das sieht jetzt so aus. Hier ist die Mitte, das große Teil ist die Mitte. Ich lege es wieder zurück.
Wenn ihr eins fertig habt, legt ihr das hin als Muster und macht alle dann so. Dann ist es ganz einfach zu sehen. Jetzt habe ich ja hier das in der Mitte noch nicht genäht. Das habe ich extra so gemacht. Tue ich jetzt hier annadeln. Ich gucke hier so lang. Wenn ich das so ein bisschen, wenn ich das gut anstecke, ich mache das so. Ich klappe das so ein bisschen auseinander. Ich mache das jetzt ganz langsam, es geht aber schnell und einfach. Da ergibt sich nämlich was. Hier hinten sieht es so aus. Und hier vorne seht ihr eure alten Nähte. Ich werde die mal ein bisschen anmalen. Ich habe ja diesen Stift. Da kann man ruhig mit malen, den kann man bügeln, den dürft ihr nur nicht verwechseln. Ich habe mit dem Viertel-Inch-Fuß genäht, ihr könnt euch auch was draufkleben. Hier seht ihr jetzt diese zwei dunklen Streifen. Dazwischen näht ihr jetzt nur. Ihr könnt noch eins zurücknähen hier auf jeder Seite, wenn ihr so eine Funktion habt. Sonst könnt ihr es bei sowas Kleinem auch rumdrehen und eins zurücknadeln. Das sieht jetzt so aus. Ich habe in der Trickkiste gekramt wie verrückt, damit ich was rauskriege, was einfach ist. Jetzt nehmen wir die Seitenteile, fassen die schön hier, streichen alles aus dem Weg, nach innen die Nähte. Es ist doch gut, wenn das Lineal diese Eckchenfunktion hat. Wer gar nichts findet, kann wie gesagt von mir ein 2,5 hohes kriegen. Als PDF Papier. Das kann man sich irgendwo drunter kleben oder sich eine Pappe machen. Man kann es auch anzeichnen und dann mit dem Linealchen schneiden. Jetzt seht ihr hier, das sieht jetzt so aus. Ich nähe jetzt einfach hier von der Naht bis zum Ende. Ich bin mittlerweile so fanatisch wegen der Quiltpolizei, dass ich das reinschraube. Die Naht, also mit dem Rad von der Nähmaschine. Guckt euch das an. Wisst ihr, warum ich das da reinschraube? Dann wird es ganz toll. Jetzt nehme ich die andere Seite. Leg wieder Ecke auf Ecke. Das ist nämlich gut dann mit den Eckchen, wie gesagt. Tu das ein bisschen so zurück. Und jetzt sehe ich ja hier, ich mache alles schön ganz genau aufeinander, wenn man es auch schön drauf gesteckt hat. Und nähe jetzt von hier der kleinen Naht. Ich male sie euch mal wieder an, wo sie aufhört. Ich male einen Punkt, dann könnt ihr es sehen. Ihr braucht aber gar nichts markieren bei diesem System. Das ist genial. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Aber Annette, man sollte sich nicht selber loben. Ja, hast ja recht, Mimi, aber wenn es sonst keiner macht. Das ist auch wieder wahr. Hier, da seht ihr jetzt den kleinen Punkt. Das ist da, wo die Naht aufhört, hier die von der vorherigen. Da fangen wir an zu nähen und legen das schön aufeinander. Ich stecke auch gar nichts. Ich stecke das nur fest zur Nähmaschine, damit ich mich... Ich stecke das immer nur als Pfeil, wo ich nähen muss. Jetzt sieht man es ja. Da habt ihr jetzt was Tolles gelernt. Verlustfreien Stoff zu schneiden. Für ein ganz tolles Projekt, was schwer aussieht. Tolle Ecken hinzukriegen, ohne zu markieren. Habt ihr ja gesehen. Gut ist es, wie gesagt, wenn man ein Lineal hat, ein halbes, dass das abgesägt hat hier an den Seiten. Wer nicht, kann es bei mir bestellen, aber das kann man immer gebrauchen. Es gibt ganz, ganz viele Muster da mit halben Sechsecken. Ich habe ja auch schon viele. Hier, das ist alles, wenn ich es jetzt dann gebügelt habe. Man kann es sehen, ob man es aufbügelt. Wer es ganz genau haben will, kann das zum Beispiel aufbügeln. Gewisse Ecken, das müsst ihr ausprobieren. Vielleicht oben und dann nach unten bügeln. Ich würde es, glaube ich, so machen. Hier oben auf und auseinander bügeln, das andere alles in die Richtung, wie es fällt. Dann habt ihr was ganz Tolles, wenn das gebügelt ist. Das geht ganz schnell, wenn man es weiß, wie es geht. Jetzt haben wir dasselbe mit der anderen Seite. Dann nehme ich mir die untere oder die obere Ecke. Ich lege es mir selber auch so hin, damit man gar nichts vergisst. Das nähe ich dann einzeln. Ich nähe wieder von Seite zu Seite. Das ist ja der Trick. Wir brauchen überhaupt nicht aufpassen, wenn wir wissen, wie es geht.
Ich habe euch die Naht angemalt von Seite zu Seite. Hier braucht ihr nicht hin und her nähen, weil ihr ja praktisch überlappt. Jetzt lege ich es wieder zurück, damit ich nichts verwechsel. Und jetzt mache ich das obere dran, damit ich das auch nicht verdrehe und irgendwo anders dran nähe. Nehme ich mir eine Nadel als Pfeil, der zeigt dahin, hier muss ich nähen. Und jetzt nähe ich wieder von vorn bis hinten. Das ist genial. Die Amerikaner würden sich die Finger ablecken nach meinem Video. Aber in Deutschland ist ja Quilt nicht so berühmt und beliebt. Da gibt es andere, die nähen immer alles Mögliche. Aber ein reiner Quiltkanal, der hat nicht viele Klicks. Es ist nicht so populär. Auf jeden Fall, ich will das trotzdem hochhalten, die Fahnen fürs Patchwork, weil das ein schönes Hobby ist. Man kann Wandbänge machen, Tischläufer, alles. Genug Garnele in Deutsch, die alles Mögliche nähen, aber nicht Patchwork. Jetzt kommt das dritte wieder. Das ist einfach. Es wäre auch vielleicht gut, wenn man es ein bisschen bügeln würde. Jetzt lege ich das hier hin, die Klappe ist um. Sieh schon zu, dass es in der Mitte ist davon. Desto besser ist es. Ich kann auch hier ein bisschen gucken, wo bin ich denn? Bin ich noch, wenn ich Anfänger bin? Ich lege es einfach in die Mitte. Das nadel ich mir jetzt ein bisschen an, damit es mir nicht wegrutscht. Weil ich ja jetzt von der anderen Seite nähen werde. Nähen tue ich hier zwischen der Naht. Ich mache mal wieder einen Strich für euch. Exklusiv für die Anfänger. Das braucht ihr nicht machen. Ihr seht das unter der Nähmaschine, wenn das Licht drauf scheint. Auch wenn ihr den Faden seht, ihr dann ganz genau. Ist nur jetzt für den Film. Dann von hier bis hier, von Naht zu Naht, nur dazwischen, keine Markierung, kein gar nichts. Es gibt auch das große hier, ihr wisst, Anfänger machen oft den Fehler, da nehmen sie Riesenblöcke, das sieht, und nachher stellen sie fest, es sieht aber nicht besonders gut aus. Dieser Block, wenn ihr alles in ganz bunt macht, könnt ihr sowas Großes nehmen. Da könnt ihr einfach hin und her alles Mögliche machen mit. Wenn ihr aber ein schönes Muster haben wollt, was wirken soll und ihr wollt es nicht für ein riesiges Doppelbett machen, dann würde ich zu einem kleineren raten. Es braucht nicht so klein sein. Aber das hier ist ein richtig tolles Muster, gibt das für alle möglichen Sorten. Die Nadeln vom Nähen natürlich vorher rausmachen. Ihr dürft hier nicht über die Nähte nähen. Dann kriegt ihr das nicht hin so toll mit den tollen Ecken. Immer hier schön stoppen und anfangen, also vor der Naht. Präzise davor. Und nicht über die Naht nähen. Also das ist das einzige Teil, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und aber nur, dass man nicht träumt und näht alles zu. Jetzt klappe ich das wieder so um. Ich richte mich erstmal nach meinen Ecken, dass alles schön gerade liegt. Nehme den Rest hier so hin. Und dann nähe ich jetzt. Jetzt weiß ich, dass ich hier nähen muss. An der Naht brauche ich jetzt keine Nadel hinstecken. Ich fange jetzt an der Naht an zu nähen. Auch wieder präzise. Hier habe ich jetzt also präzise angefangen an der alten Naht, die ich hier sehe. Habe eins vor und eins zurückgenäht oder sonst kann ich es drehen. Dann habe ich bis unten durch, da brauche ich nicht verriegeln, weil das hier bis zum Ende geht. Wer will, kann das trotzdem machen hier am Ende in dem Fall, weil das die äußere Seite ist. Das könnt ihr ruhig machen. Jetzt nehme ich das wieder. Nehme das, seht ihr, das kommt dann hier schon von alleine doppelt. Ich lege die Ecken aufeinander, klappe die zurück. Jetzt sehe ich ja, wo ich nähen muss. Wieder nur an meiner Naht anfangen und bis zum Ende. Wie man so ein Bügelbrett macht, habe ich euch ja schon gezeigt. Da nimmt man einfach ein Sperrholz und legt dann, damit es nicht brennt, entweder Baumwollwattierung drüber oder alte Handtücher. Ich habe das dann einfach hier festgemacht mit Nadeln. Ich hatte es erst genäht, aber das wird dann immer so schwarz vom Bügeln. Das wasche ich dann immer mit das alte Handtuch und nadel das wieder hier einfach dran. Ich habe auch noch ein schöneres gekauft, aber es ist nicht nötig, dass man immer was kauft. Jetzt habe ich die zwei Nähte auseinander gebügelt. Jetzt gehe ich von hier aus so und bügel es nach unten. Ich ziehe aber nicht so wild, weil es sich wieder um
schräge Nähte handelt. Ich mache es ein bisschen vorsichtig. Das sieht natürlich gleich noch besser aus. Das war jetzt auch mein erstes Stück, was ich so genäht habe. Manchmal erfinde ich irgendwas und dann klappt es nicht. Hierbei wusste ich aber, dass es klappt. Es war jetzt nicht so spektakulär. Der Stoff ist ein bisschen dünn, ist aber echter Patchwork-Stoff. Jetzt könnt ihr das sehen, wie es nach dem Bügeln schön aussieht. Ich kann es noch mit dem Fotoapparat knipsen. Wir wissen, das ganz helle kommt unten hin. Also ist das unsere Richtung. Das war schon toll, dass man das so einfach aneinander näht. Jetzt kommt aber das noch bessere. Jetzt wird das wieder in Streifen genäht. Ich tue jetzt mal, als wenn das das nächste wäre. Dann kommt das hier dran. Und durch die Eckchen, die wir dann abgeschnitten haben, geht das ganz leicht zu nähen. Das klappt man dann um, Streifen für Streifen vom Quilt. Das kann man sich jetzt vielleicht festmachen, wenn man möchte, aber ist gar nicht nötig, wenn es gut genäht ist vorher. Ich zeige es euch mal. Dann passt das hier drauf durch die Eckchen, was ihr hier liegen habt. Das braucht ihr jetzt nur runterzunähen. Einfach gerade. Von vorn bis hinten. Ich zeige es nochmal. Wir nähen dann die Streifen aneinander, wenn wir alle unsere Blöcke gemacht haben. Gut kommt das raus, wenn ihr ein bisschen kräftigere Farben nehmt. Das hänge ich als Muster in das Video. Das wird dann alles schön nebeneinander gelegt. Ihr legt euch immer einen Block hin. Ihr dürft ihn aber noch nicht aneinander nähen. Und nehmt ihn als Kontrollblock und so macht ihr alle Blöcke. So viel wie ihr wollt. Ihr könnt sogar eventuell die Farben tauschen, aber dann auch wieder immer dieselben machen. Und dann könnt ihr die in Streifen vielleicht machen. Auf jeden Fall, ihr habt dann hier die Streifen, die legt ihr alle aneinander. Da kommt der nächste dann hier hin. Das ist auch nicht schwer, da kann man auch nichts verwechseln, weil die Farben dann dieselben sind. Man sieht es. Oder hier, man macht immer weiter. Hier, so lang wie man will. Das Wichtige ist, dass es so aussieht. In der Mitte ist das. Die spitze Seite des Sechsecks zeigt nach oben. Schwerer als so ist es nicht. Ich habe es euch auch noch geknipst. Ich knipse euch noch die einzelnen auseinander, wie es sein soll. Die dürft ihr nicht zusammennähen, erst am Schluss. Sonst habt ihr viel Ärger und könnt auch Y-Nähte nähen. Dann ist der ganze Sinn des Quilts verfehlt. Dass es einfach für Anfänger auch ist. Und auch die alten Hasen wollen es auch mal in Ruhe nähen können. So könnt ihr euch das hinlegen und Streifen für Streifen da ineinander nähen. Ich drehe es mal so rum. Die Formation, ich habe noch andere, die ein bisschen kräftige Farben haben, gemalte. Die könnt ihr euch dann mit eurem Handy abknipsen, damit ihr euch nicht vertut. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ihr die äußeren Seiten, eine heller und eine dunkler, vertauscht. Hier muss immer ganz hell hin, das ist das Licht von oben, auch wenn es jetzt unten dran ist. Dann muss eine Seite mittel und eine Seite dunkel sein. Das muss immer gleich bleiben. Mittel, dunkel. Ihr könnt auch hier mittel, dunkel. Das ist egal. Hauptsache, das ist unten so. Die Formation ist wichtig und dass es so ist. Schwer ist es nicht, knipst es einfach vom Video mit eurem Handy. Vielleicht das buntere. Und wenn ihr euch dann für eine Farbe entschieden habt, legt ihr das erstmal so hin. Die Farben legt ihr nebeneinander. Ihr nehmt dann irgendeinen Stoff. Dann sagt ihr, aha, das ist dunkel, das ist mittel. Dann nehme ich noch das Gelb. Das ist dann heller. Und den Untergrund mache ich ganz hell, beige oder weiß. Könnt ihr jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Es kann ruhig auch so dunkel sein. Viel Spaß! Viel Spaß! When the night comes, when my dreams fly away, I am waiting for someone. And a star shines, and an angel.
angel will appear. He is flying with me. Now I understand I never was alone. No one told me all the things I can see. They are hidden behind clouds. Endless stories. All the sadness we would feel. And the meaning we saw. Shimmering, falling stardust, and my eyes now can see thousand angels round me. Now I understand I never was alone.